Eine der legendärsten Sportgeschichten aus den 90er Jahren wurde verfilmt. Es geht natürlich um die Eishexe Tonya Harding mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Dreifach Oscar nominiert, einfach ausgezeichnet. Und wer noch keinen blassen Schimmer hat, wie dieser Film eigentlich aussieht, obwohl er jetzt sehr, sehr stark in der Presse war, gibt's euch hier den Trailer. Die, die mich hassen, sagen immer, Tonya, erzähl die Wahrheit. Sowas wie die Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich war die beste Eiskunstläuferin der Welt für eine gewisse Zeit. Nennst du das Eiskunstlaufen, verdammte Scheiße? Fluchen Sie nicht vor den Kindern. Ich hab nicht geflucht, du Fotze. Und schon gefickt? Wir wollen eine gesunde amerikanische Familie sehen. Ich habe aber keine gesunde amerikanische Familie. Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflesbe. Ich habe mich geschämt. Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, dass ich es zu nichts bringen würde. Und wissen Sie was? Vielleicht lagen die alle falsch. 4,8. Wieso bekomme ich hier keine faire Chance? Wir beurteilen auch die Präsentation. Leck meinen Arsch! Wir müssen faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Ich kenne einen. Ich dürfte nicht mal seinen Namen sagen. Derek. Die Presse wollte mich als ein Stück Scheiße darstellen. Das habe ich nie gemacht. Was ist überhaupt los? Wir sind vom FBI. Die ahnen was. Was können Sie uns über Tonya Harding sagen? Ich kenne keinen Tony Harding. Sind Sie nicht Ihr Bodyguard? Als ich ein Kind war, hast du mich da je geliebt? Ich hab dich zum Star gemacht, obwohl ich wusste, dass du mich hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Flucht hast du mich. Amerika. Sie wollen jemanden, den sie lieben können. Aber sie wollen auch jemanden, den sie hassen können. Ich meine, ich bitte Sie. Was für ein Freak zertrümmert denn die Kniescheibe seiner Freundin echt jetzt? Wer tut einer Freundin sowas an? Hör auf damit. Wer kurz schon dabei ist, wegzuklicken, weil so, boah, ich brauch doch jetzt keine Geschichte über eine Eiskunstläuferin aus den fucking 90er Jahren sehen. Stopp! Bleibt bitte dran, denn es lohnt sich wirklich, denn es ist völlig wurscht, in welcher Sportart dieser Film letztendlich verortet ist, und am Ende ist Sport hier sowieso egal. Es ist einfach nur eben die Thematik, in dem letztendlich der Film selber spielt, aber es ist wirklich egal. Also ich kenne mich mit Eiskunstlaufen auch überhaupt nicht aus, und der Film hat mich trotzdem komplett gepackt und direkt in einen Bann gezogen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass er eine unglaublich frische Machart hat. Er hat nämlich einen sehr coolen Stilmix, den er ziemlich zügig etabliert, nämlich direkt zu Beginn ist es so eine fiktive Doku, also eine Mockumentary letztlich auch irgendwie so mit integriert, in denen unsere Protagonisten quasi im Hier und Jetzt, im also Alter von Ü40, mit uns direkt zur Kamera sprechen. Das ist einmal, also da wird die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven nacherzählt, sprich das ist ein Strang. Das habe ich nie gemacht. Und der andere ist eben, wie wir das ganz normal erzählt bekommen, beziehungsweise eben wie man es in Filmen kennt, wie wir einfach die Geschichte sehen. Das Spannende ist aber, dadurch, dass beide Ebenen immer wieder miteinander vermischt werden, gibt es eben auch in der Erzählebene, in der es fiktiv komplett zugeht und wir eben in der dritten Personenperspektive sind, immer wieder ein Durchbrechen der vierten Wand. Und das jetzt aber nicht immer so von wegen, hey, ich spreche mit euch, dem Zuschauer. Hey, merkt ihr, ich durchbreche gerade die vierte Wand. Sondern manchmal sind es wirklich einfach nur ganz kleine Sätze, die dann einfach einmal ganz kurz in eine andere Kamera gesprochen werden, um dann sofort wieder im normalen Alltag bzw. in der normalen Geschichte zu sein. Das finde ich unfassbar spannend und gibt diesem Film einfach einen Vibe, der echt sehr, sehr spannend und sehr aufregend und wie eben schon gesagt, sehr, sehr frisch ist. Und schon gefickt. Dann muss ich sagen, ist das Schauspiel hier einfach wirklich gigantisch. Margot Robbie spielt Tonya Harding wirklich aus dem absoluten FF
Und muss einfach sagen, hätte es Frances McDormand nicht gegeben oder hätte sie nicht Three Billboards so hammerhart gespielt, wäre Margot Robbie definitiv meine Favoritin für den Oscar gewesen. Also das ist fein nuanciert, in vielen verschiedenen Facetten gespielt, sowohl das Starke als auch das Schwache, gleichzeitig so ein bisschen White Trash mit drin. Das ist wirklich überragend und natürlich dann auch noch die Preisträgerin Allison Janney, völlig zu Recht den Oscar bekommen für die beste weibliche Nebenrolle. So böse, so grotesk. Ich bin eine Gärtnerin, die gern eine Blume wäre, voll am Arsch, oder? Die da kann ich gärtnern ums Verrecken nicht. Du musst die ganze Arbeit machen. Mom! Was? Und wirklich so fies, dass es zwischenzeitlich zwar auch mal extrem witzig fürs Publikum ist und trotzdem schafft der Film es eben aber gleichzeitig zu zeigen, so ja, das ist jetzt irgendwie schon irgendwie absurd oder schwarzhumorig überwitzig, aber eigentlich ziemlich bitter und das schafft der Film eben auch sehr toll darzustellen. Allgemein muss ich sagen, sind die Dialoge vor allen Dingen in den ersten beiden Dritteln gigantisch gut. Es gibt einfach sehr viele witzige, brutale, düstere Szenen, die aber einfach mit so einer lakonischen Art vorgetragen werden, dass es tatsächlich eine große Freude ist, sich das anzuschauen. Und dadurch, dass ich Jahrgang 87 bin, war das jetzt nicht direkt bei mir im Superhirn verankert. Ich war irgendwie 7 oder 8 Jahre alt, als das da dann irgendwie passiert ist. Dementsprechend habe ich das nicht auf dem Schirm. Es gibt wohl auch einen Dokumentarfilm, der das Ganze auch irgendwie auf so eine Art letztlich erzählt. Und da gibt es wohl jetzt auch nicht viel Neues, was man erfährt. Ich kannte die Geschichte aber jetzt in dem Fall nicht und muss sagen, hat mich einfach blendend unterhalten gefühlt. Der Film vollzieht in der zweiten Hälfte dann nochmal so einen Tonalitätswechsel. Denn die ersten zwei Drittel sind wirklich extrem witzig. Man macht sich eigentlich auch über die Komplizen drumherum eher lustig, weil es einfach wirklich absurd dämlich ist, was sie da teilweise von sich geben. Und das letzte Drittel ist dann hingegen aber durchaus ein bisschen ernster. Es geht schon darum, wie geht Tonya Harding jetzt letztendlich damit um? Wie ist es historisch verortet? Und was hat das eigentlich am Ende für Konsequenzen? Also da merkt man schon so einen sehr deutlichen Shift in eine andere Richtung, der letztlich auch ein bisschen Tempo aus dem Film rausnimmt und dafür sorgt, dass man dann doch ein bisschen das Gefühl hat, dass der Film etwas länger ist als diese 120 Minuten. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt, weil ich es wiederum total sinnvoll finde, dass man genau diese Entwicklung letztlich vollzieht. Denn sonst würde der Film etwas orientierungslos in eine Richtung laufen, wo ich jetzt selber nicht wüsste, okay, wie bekomme ich das Ganze jetzt letztlich zu einem Schluss. Also es ist auf jeden Fall maximal elegant gelöst worden, wenn es aber auch insgesamt vom ganzen Konzept nicht zu 100% perfekt geworden ist. Alles in allem haben wir aber eine unglaublich coole Art und Weise, wie es gedreht ist. Wir haben Schauspieler wirklich von A bis Z, die das gigantisch machen, aber eben allen voran Margot Robbie und Allison Janney. Wir haben einen unglaublich coolen Verlauf und es ist einfach extrem spaßig anzuschauen, wahnsinnig gut ausgestattet und, oh, da muss ich auch sagen, gerade für einen Film, der ein kleines Budget hat, gerade die Eiskunstlauf-Szenen, mega, wie man es umgesetzt hat, dass Margot Robbie scheinbar auch den dreifachen Axel springen kann. Lediglich so hinten raus, so diese Verlagerung in eine andere Richtung, die sein muss, ist nicht 100% geworden, aber ein wahnsinnig cooler Film, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und definitiv bei den Oscar Best Picture Nominierungsfilmen zu meinen Favoriten gehört. So, das war doch eine Aussage. Von meiner Seite gibt es 8 von 10 Punkten. Fast schon zur neuen Stielen. Wer weiß, vielleicht wenn der Film, wie übrigens Call Me By Your Name, den ich jetzt glaube ich so nachträglich mit einem Punkt mehr bewertet hätte, da gibt es ja am Ende des Monats und am Ende des Jahres ja dann nochmal ein Ranking. Spielt aber auch keine Rolle. 8 oder 9 Punkte. Es ist einfach ein wahnsinnig cooler Film. Geht ihn euch bitte anschauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ein bisschen unterm Radar läuft. Und deswegen mein Einsatz dafür. Schaut euch Altonia an. Großartiger Film. Und wer bei uns bei der Oscar-Nacht war, durfte den ja auch schon sehen. Schreibt doch gerne mal eure Kommentare dazu oder wahlweise wurde der auch schon in Sneak Previews gezeigt. Was haltet ihr von dem Film? Wie ist es euch ergangen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich verlinke euch ein Oscar-Special, 25 verrückte Oscar-Rekorde und auch ansonsten noch ein anderes Special. Es lohnt sich immer, alle Videos zu schauen. Wirklich, immer. Schaut da einfach überall rein. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.